aber sofort. Jetzt. Okay, wir gehen ins Grand Final. GF. Schreibst du noch kurz? GF. Genau, also. Falls Nines dieses Set gewinnt, muss er noch ein Set gewinnen gegen SDN. Ich würde behaupten, das wird hier jetzt alles noch ein bisschen defensiver, aber das letzte Set, was ich gesehen habe, das war im Winners Semifinals, das ging ganz schnell. Das war ein ganz schnelles Set. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Ja, sehr spannend. Also, ich bin kaum noch am Smash spielen, aber zu watchen, also ich weiß nicht. So, auch sowas wie MKLe und so ist natürlich Hype. Aber immer wenn ich hier bin und das kommentiere und so, dann komme ich auf jeden Fall auf meine Kosten. Das ist sehr, sehr nice. Von daher kommt mal ran. Sobald feststeht, ob und wann und wie das wieder stattfindet. Im Moment macht Nines hier auf jeden Fall gute Arbeit. Aber er muss hier irgendwie noch den Kill kriegen. Und SDN kennt da gar nichts. Er geht einfach rein. Oh, oh, er hat ihn erwischt. Macht aber nur ein bisschen Damage. Er geht einfach mit der Dash Attack rein. Kann er hier irgendwie noch den Kill kriegen? Dash Attack, sehr nice. Okay, die Up Smashes sind draußen. Aber Super Armor ist auch draußen und killt auch schon fast. ...218%, er kann aber auch den Stock irgendwie tanken, ne? Das ist zwar kein Doubles, aber er tankt die Stocks. Und ja, schafft es hier mit dem Up-B-Move. Ether. Ah, okay, bei 250% killt dann eine Granate auch mal. Oh. Oh, ich dachte das... Hä? 10%? Hat er nur die Granate bekommen? Ich dachte, das C4 hätte erwischt. Oh, okay. Das könnte jetzt schwierig werden. Oh, er hat den Jump erwartet. Nein, schafft es hin und wieder immer mal, sich ranzutasten. Aber SDN killt halt einfach viel früher. Viel früher. Okay, irgendwo ist die Nikita. Oh, ja, es wäre schon gut gewesen für Nines. Der F-Tilt, ja. F-Tilt killt. Okay, also die Lead hier für SDN. SDN muss nur 3 Games ziehen, um hier das Grand Final zu holen. Oh, oh. Oh. Kommt der Spike? Da kommt der Spike, trifft nicht ganz, killt auch nicht ganz. Oh, der zweite Versuch. Oh. Peck, er killt nicht. Oh mein Gott. Oh, aber die Fair. Ja, und das ist das große Problem bei Snake. Das große Problem bei Snake, sobald die Cypher hier, Cypher heißt das, ne? Ja, sobald der Cypher gezündet wird oder rausgeholt wird, ist er am Anfang verwundbar, er kann nicht airdodgen. Und genau in dem Moment muss man dann reinhauen. Und das weiß SDN und weiß es auch auszunutzen. 1-0 für SDN. Und wir sehen Sora, okay. Also, wie wir eben gehört haben, auch der Main von Nines was schwierig für ihn sein könnte, ist erst Floaty. Floaty ist nicht so gut gegen Ike. Weil du möglichst nicht in der Luft sein willst gegen ihn. Oder über ihm, besser gesagt. Im Moment sieht es sehr gut aus für für SDN. Oh ja, das ist auch schon der erste Kill. Die Frage ist, was macht man da? Was kann man da machen?
Sora hat weniger Range als Ike. Er ist floaty, wie gesagt. Er hat aber auch ein bisschen mehr, naja, Projektile und alles Mögliche, ne? Vielleicht sowas wie Cheese. Also, wenn jetzt der Gameplan ist, ihn irgendwie an die Edge zu bringen, dann könnte er es halt mit dem Konter versuchen. Aber da muss er auch erstmal hin. Und SDN ist halt sehr gut im Neutral. Punisht alles. Ist einfach sehr clean, wie er hier gerade spielt. Und Down Air. Mhm. Oh ja, das ist auch schon der letzte Stock hier für das zweite Match. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht nach einem Sora-Win aus. Vielleicht Samus? Also, gestern hat Squig zumindest geschafft mit Samus. Maybe? Maybe? Also, ich sehe es auf jeden Fall nicht bei Samus. Ich sehe es bei Sora. Ich sehe es bei Snake oder bei Samus jetzt gerade. Mal gucken. Okay, wir sehen Samus. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, gestern hat Quick gegen SDN gewonnen. Das ist natürlich auch Quick. Aber ich kann es mir vorstellen, bei Samus. Ja, es wird nicht leicht. Auch wieder ein Floaty-Charakter. Und SDN ist sehr gut darin, Pressure zu machen. Fängt hier wieder gut an, aber gut gepunished. Okay, so doch, im Moment. Also es sieht deutlich besser aus als bei Sora gerade. Ja, Samus ist es wahrscheinlich. Aber reicht das auch? Oh. Oh. Mhm. Ist wichtig, dass er jetzt irgendwie Momentum behält. Nice. Okay, der Charge Shot ist wieder weg. Der Druck sinkt. Okay, er ist offstage und ja. Sehr aggressiv von SDN. Da sitzt einfach gerade jeder Schlag. Was war das? Okay. Also Ausgleich. Letzte Chance auch gerade für Nines, noch ein Game zu ziehen. Bisher hat er an diesem Tag, oder hat generell an diesem Tag nur Beißel ein Game gezogen von SDN, sonst hat er nichts verloren. Strong Performance. Okay. Oh. Das ist natürlich jetzt ein Statement, einfach kein Prozent zu bekommen. Aber jetzt nochmal die Chance. Okay, er versucht es mit der Side B, keine Up B. Okay, noch eine Up Air. Schöne Back Air. An der Edge muss, glaube ich, ein bisschen mehr mit den kleinen Bomben kommen. Also ein paar Bomb-Setups oder sowas wären natürlich von Vorteil. Solange er den Charge-Shot hat und wenn SDN offstage ist, kann er ihn eigentlich treffen, sobald die Side-B kommt. Und wenn die halt nicht kommt, dann könnte eine Granate helfen. Also eine Bombe. Okay, jetzt hier gerade. Letzter Stock, 100%. Das könnte es gewesen sein. Er geht... ich wollte gerade sagen, er geht YOLO drauf, aber beide sind noch am Leben. Das könnte es gleich gewesen sein. 127%. Gleich hält er nichts mehr aus und SDN holt sich das. SDN holt sich NDZ Rising Nummer 12. Lässt ihm keine Chance.
gibt ihm noch ein 3-0. 3-0.